Herr Balaban hat einen kleinen Laden, in dem er Oliven, Schafkäse, orientalische Bäckereien und noch andere Dinge verkaufte. Außerdem konnte man bei ihm Pakete abholen. Vor dem Eingang zum Laden stand ein Tonschüsselchen, aus dem Herrn Balabans Kätzchen Milch trank. Eines Tages kam an dem Geschäft ein Antiquitätenhändler vorbei. Der merkte sofort, dass das Schüsselchen ein wertvolles altes Stück aus Persien war und überlegte, wie er es billig bekommen könnte. Er ging also in den Laden und kaufte ein Viertelkilo Oliven, ein halbes Kilo frische Feigen und eine Dose gefüllte Weinblätter. Und dann sagte er so nebenbei, ach, Sie haben da so ein nettes kleines Katzerl da draußen. Würden Sie es verkaufen? Ja, sagte Herr Balaban, es ist wirklich ein sehr nettes kleines Kätzchen. Ja, ja, dafür sollen Sie auch was bekommen, sagte der Herr und legte einen großen Geldschein auf den Tisch. Es ist halt ein besonders nettes Kätzchen, sagte Herr Balaban. Ja, ja, das sehe ich, das sehe ich, und legte noch einen Geldschein dazu. Und ich habe es sehr lieb, das Kätzchen. Es würde mir fehlen. Ja, ja, dafür sollen Sie auch entschädigt werden, sagte der Mann und legte noch einen Geldschein auf den Tisch. Na schön, sagte Herr Balaban, weil Sie es sind, und nahm die Geldscheine an sich. Ach, sagte der Herr noch ganz nebenbei, das Schüssel, das könnten Sie mir auch noch dazugeben, ich gebe Ihnen noch einen Zehner drauf. Nein, sagte Herr Balaban, das Schüsselchen, das kann ich Ihnen leider nicht geben. Aber gehen, so ein altes Schüssel ist eh schon ein bisschen angeschlagen und das Katzerl ist doch sicher dran gewöhnt. Ja, das kann sein, sagte Herr Balaban, aber wissen Sie, das ist mein Glücksschüsselchen. Mit diesem Schüsselchen habe ich in den letzten 3 Tagen schon 17 Kätzchen verkauft.